bitte, gehen Sie einfach hinein. Danke, sehr freundlich. Guten Tag, Camillo Biscotta. Ich hatte einen Termin wegen... Giorno. Ja, natürlich. Wir sind ja hier quasi auch in Italien. Buongiorno. Prego, Signor Biscotta. Grazie. Also, die Sache ist die. Ich heirate bald. Und ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen, habe aber noch die italienische Staatsbürgerschaft. Und deshalb... Scusi, Signor Biscotta, qui in ufficio parliamo l'italiano. Tanto per rispettare la prassi d'ufficio, ok? Fici? Ufficio. Ufficio? Verstehe. Una pura formalità. Okay, scusi. No, c'è problema. Aber ich bin hier schon richtig. Auf dem italienischen Konsulat, meine ich, oder? Okay. Wenn Sie, Herr Signore Obermeier, mein Italienisch ist ein bisschen eingerostet seit dem Kindergarten. Und ich meine, können wir das nicht einfach auf Deutsch machen? Ich bin da so ein bisschen... Mit Baker. Ja. Also ich brauche einfach eine Geburtsurkunde für das Aufgebot. Sì, sì, sì. Sì, ho capito. Allora, il fatto che dobbiamo seguire un certo ordine d'ufficio, c'è bisogno di proseguire in italiano. Perché i moduli saranno tutti in italiano. La carta d'identità. Hören Sie, Herr Obermeier. Salvatore. Ich bin etwas verwirrt. Ihr Kollege, das letzte Mal, als ich meinen Ausweis... Carta d'identità? Ja, genau. Sei giusto. Bitte? Cosa? Das gibt's doch nicht. Na gut. No. Io. Lei. Und mia signora. Was heißt denn jetzt heiraten, verdammt nochmal? Fräulein, könnten Sie mal kurz übersetzen, Herr Kollege? Danke, das ist lieb von dir, mein Hase. Hast du an den Süßstoff gedacht? Na klar doch. Du bist die Beste. Allora. Jetzt verstehe ich. Das war sehr gut. Fast hätten Sie mich gehabt. Also, hier ist mein Ausweis. Wenn Sie sonst noch etwas brauchen. No, guardi, la prassi d'ufficio è quella che è, non ci sono discussioni, eh. Sie wollen mich doch verarschen, oder? Sie kennen doch Deutsch. Das habe ich doch gerade klar und deutlich. Und Sie heißen Obermeier, verdammt nochmal. Salvatore. Ascolti, la situazione è semplicissima. Lei vuole sposare la signora bellissima. Per quello le serve il modulo di richiesta bellissimo. In bellissima lingua italiana. Così possiamo dare a lei il bellissimo certificato di nascita. In italiano. Wissen Sie was? Sie können mich mal kreuzweise. Ich gehe zu Ihrem Vorgesetzten. Vaffangulio. No, scusi, signor Biscotta. Ja? Culo, eh? Vaffanculo. Blödes Arschloch.